Und damit herzlich willkommen zu Shadow of the Tomb Raider. Entschuldigung, musste ganz kurz überlegen, welchen Teil sind wir jetzt gerade. Und dir, Oldcoin, viel Spaß beim Fußballschauen. Danke für deinen Lurk. So, was haben wir hier? Karte aktualisiert. Mission verfügbar. Kann ich das? Warte mal. Was war das jetzt? Da hinten habe ich jetzt was markiert. Wir haben hier aber auch noch eine Mission. Wir haben hier eigentlich viel zu viele Sachen, die wir noch einsammeln müssen. Das war jetzt nicht. Okay, Pflanzen haben wir auch noch eingesammelt. So, wie sieht das mit der Lautstärke aus? Bin ich zu laut oder zu leise? Oder das Spiel zu laut oder zu leise? Okay, sieht eigentlich im grünen Bereich aus, alles. Also gehe ich mal von aus, dass er passt von der Lautstärke. So, da hinten wollen wir hin. Da war auch noch was zum Einsammeln. Hier. Bevor wir mit der Hauptquest hier weitermachen, gehen wir mal da hinten hin. Warte mal, hatten wir mit ihm schon gequatscht? Nochmals danke, Ishik. Zum Glück sind meine Würfel wieder da. Kein Thema. Ishik. Interessanter Name eigentlich. So. Warte. Hier war was zum Looten. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, okay, dann ist halt alles voll. Gehen wir mal hoch. Ich vermute, das ist hier oben. Kann das sein, dass es hier ist? Sieht so aus, als wäre es hier. Ich weiß nicht. Wir versuchen nicht aufzufallen. Ich würde gehen, aber ich kann meinen Posten nicht verlassen. Und die Zeit ist knapp. Es würde Königin Honorato und der Rebellion viel bedeuten. Ich kann mit niemandem von denen reden. Okay. Was ist das? Serrano 3. Ja gut, wenn die jetzt keine Quests sind, wenn ich jetzt nicht mit denen reden kann, dann machen wir mit der Hauptquest weiter. Ich hatte jetzt irgendwie doch gehofft, letzter Blick. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Autsch. Egal, dann machen wir halt Hauptquest. Ich hatte irgendwie gehofft gehabt, dass wir die kleinen Sachen hier eben fertig machen könnten. Aber ja, egal. Im Laufe des Spiels kriegen wir da wahrscheinlich auch hin. Wir werden ja nicht das letzte Mal hier sein. Hier? Karte aktualisiert, Geheimnis entdeckt. Oh, der ist nicht gesperrt. Der ist gesperrt. Dann lass mal zu dem hingehen. Vielleicht können wir da ein bisschen. Okay, ich hab's automatisch gemacht. Moin, hier haben wir Tücher. Nach da oben müssen wir.
glaube hier rum. Ich finde die Sprache hier sehr faszinierend, muss ich ehrlich sagen. Da. So, kann ich den jetzt lesen? Das beschreibt etwas in der Nähe. Kanäle bringen Wasser zu den trockenen Bereichen des Dorfes. Und sie haben mich mit sich genommen. Noch. Warte mal. Zum trockenen Stellen des Dorfes. Kanäle bringen Wasser zu den trockenen Bereichen des Dorfes und sie haben mich mit sich genommen. Da haben wir eine Schatztruhe. Ich folge mal dem Wasser. Ist es das, was gemeint wurde? Ist hier was? Oder hier? Ich glaube nicht. Ja, hier fehlt Ausrüstung. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Ne, hier kann ich nicht drüber springen. Gehen wir darum. Okay, gibt es hier irgendwie einen Weg rein? Hier gibt es einen Weg rein. Aber nicht zu der Truhe. Irgendwo muss es doch einen Eingang geben. Okay, wir sind drinne. Kann ich hier hoch? Nein. Er hat eine seltene Ressource und alte Fehlausrüstung. Dafür brauche ich einen Dietrich. Okay, die Zeit wird langsam knapp, die wir unter Wasser verbringen können. Gut, dann haben wir keine Wahl, wir machen mal die Hauptquest weiter. Und dann können wir halt nicht hier ein bisschen rumblödeln. Wir können einfach zu viele Sachen einfach gar nicht machen. Machanta. Ich bin nicht sicher. Der Dialekt ist mir vertraut, aber etwas stimmt nicht. Okay, noch nicht möglich. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Unoratu und ihre Rebellen sind die wahren Kinder von Paititi, wenn du mich fragst. Ich bin nicht der Einzige, der so denkt. Aber anscheinend der Einzige, der es offen ausspricht. Die Säuberung steht bevor und Unuratus Linie sollte Kukulkan opfern, um die Sonne wiederherzustellen. Nicht andersherum. Aber solche Gedanken bringen Leute rasch ins Grab. Kein Wunder, dass sie sie nicht äußern. So, Wo ist meine Mutter? Sie vermittelt zwischen den Wachen und Hakan. Wie ist es außerhalb von Paititi? Naja, da gibt es viel. Die Welt ist sehr groß. Größer als Paititi? Größer als 100 Paititis.
Was? Bringst du mich dahin? Da hat deine Mutter auch noch etwas mitzureden. Was du suchst, ist dort drin. Woran erkenne ich die richtige Kammer? Am Geruch des Todes. Falls du überlebst, kannst du über das alte Bewässerungssystem zurückfinden. Wir sehen uns dort. Sei vorsichtig. Der Kult hat Patrouillen. Ja, okay, komm, wir gehen rein. Silberne Schatulle von XL. So, da haben wir was. Da haben wir auch noch was zum Einsammeln. Wir müssen alles mitnehmen, was wir finden. Monolithen freigeschaltet. Gibt's hier was? Da gibt's was. Yucateco, ein Makuahu-Titel. Kann ich kaum lesen. Kann ich das da aufmachen? Nein. Alles klar. Okay, das hat wenigstens gefunzt. Hier gibt's noch mal was. Nice. Oh, Lager voll. Fähigkeiten, haben wir hier was? Wir haben 0 Fähigkeitspunkte. Inventar. Kann ich hier irgendwas verbessern? Ja, ich bleib bei dem. Ja, da freue ich mich schon, wenn wieder andere. Oh, die Schusswaffen können wir nicht. Okay, kann ich hier sonst noch irgendwas verbessern? Nope. Okay. Dann können wir halt nichts verbessern. Hier in der Ausrüstung versteckt das Messer. Dadurch. Erstmal das einsammeln. Trinity trifft ein. Und ein nächsten Rezept. Oder doch nicht? Okay, da raus. Oh, stinkt es. Das muss der Ort sein, den Ätzli meinte. In die verborgene Stadt. Den Bauch der Schlange erklettern. Ganz ruhig, Lara. Ganz ruhig. Da bin ich gespannt, ob ich das schaffe. Ist das widerlich. Okay, ich kann nur in diese eine Richtung. Ich würde mich gerne hier mal ein bisschen besser umsehen. Kann ich den umschubsen? Damit er ganz runterfällt? Nein, kann ich leider nicht. Ähm.
Okay, die sind schon tot. Nein! So. So, komm. Okay, keine Hektik. So viele Totenköpfe, ich würde die gerne alle mitnehmen. Du schaffst es. Komm, Lara. Komm, 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 komm. Rituelle Opfer. Dem fehlt ein Kopf. So. Scheiße. Jo. Aber ein aufwendiger Weg. Lara, hast du keine Fackel oder sowas? Irgendwie? Ich hab wohl keine Wahl. Ah, geil. Ja. 120 hat er mit. Ist das einer der Rebellen? So. Okay, Es gibt irgendwo einen Zugang. Ich glaube hier. Eine Schlange mit einem silbernen Auge. Ich bin auf der richtigen Spur. Ja, dadurch. Sonst gibt's hier nichts, oder? Ich glaube nicht. Der Geruch wird immer stärker. Lara, wie läuft's? Jonah, hier ist noch eine Schlange mit einem silbernen Auge. Ich muss dicht dran sein. Ich rede mit Ucho über Tattoos. Über Tattoos? Ja, du hast doch Honoratus gesehen, oder? Es zeigt ein Reiher und eine Eklipse. Das könnte mit der Schatulle zusammenhängen. Glaube ich nicht. Königin Honoratus, der Reihe und die Eklipse. Honoratus, Familienwappen. Ja. Kann es sein, dass er da runter muss? Okay, ich glaube, tiefer komme ich nicht. Sieht aus, als wäre es der einzige Weg, okay? Die verborgene Stadt, die Prüfung der Schlange abschließen. Die Barriere muss verbrennen. Irgendwie muss ich die Barriere niederbrennen. Wofür ist das? Irgendwie muss ich die Barriere niederbrennen. Ja, Lara, das sagtest du gerade. So. Irgendwie muss ich die Barriere niederbrennen. Irgendwie muss ich die Barriere niederbrennen.
Irgendwie muss ich die Barriere niederbrennen. Ah, ich sehe schon. Voller Öl und Blut. Öl und Blut. Okay. Sind wir jetzt auch voller Blut? Nö. Aber okay, jetzt können wir das hier machen. Oder? Hä? Ist das schon abgeflossen oder nicht? Habe ich nur begrenzt Zeit oder was? Mist. Jetzt noch einmal. So. Die Barriere ist unten. Ich muss weitergehen. Nochmal voll machen? Ein bisschen im Öl baden. Und gut. Wo fließt das eigentlich ab, wenn das leer ist? Das würde ich gerne wissen, wo es ab, wo es hinfließt, abfließt. Immer wird das ja wieder leer. Einfach so. Nee, Sensor, wohin fließt das weg? So eine Art Aderlasskammer? Eine Barriere. Okay, hier wieder dasselbe Spiel mit Öl. Verdammt, es fließt zur falschen Stelle. Okay. Irgendwie muss ich das zweite Rad drehen. Das zweite Rad drehen? Wie drehe ich das? Es müssen hunderte Opfer nötig gewesen sein, um diese Kanäle mit Blut zu füllen. Okay, warte mal. Okay, das wäre richtig. Das fließt dann durch den hier hinten. Hier zu der mittleren. Okay. Zu schwer. Ich brauche mehr Drehmoment. Irgendwie muss ich das zweite Rad drehen. Ah, warte. Ich habe eine Idee. Hm.
Das heißt, dann können wir das hier wieder abschneiden. Und den hier wieder... Der da. Der hier. Jetzt zur Schatulle. Da hinten gibt's nichts. Okay. Eine Schlange. Das Teil, das Trinity noch fehlt. Natürlich, die springt direkt rein. Wollt noch erkunden. Natürlich darf ich jetzt rennen. Geht auf den Weg! Nein! Mist! Ich wusste gar nicht, wohin. Geht auf den Weg! Nein, nein, nein! Nee, komm mal jemand hier. Oh, hier liegt mal ganz hier. Die verborgene Stadt. Die. Hey Lara, falls möglich, geh zurück. Ucho musste ich etwas fragen. Ein Gefallen, glaube ich. Okay. Ich komme zurück, so schnell ich kann. Wo genau war ich? Da oben? Nein, das wollte ich nicht. Habe ich hier jetzt alles kaputt gemacht, oder wie? Wenn ich jetzt nochmal da hochgehe? Ich würde gerne wissen, ist da jetzt alles kaputt, was
ich gerade gemacht habe mit den anderen. Okay, das kann ich anscheinend nicht nutzen. Das finde ich super. Ich kann das einfach so random nutzen. So, war ich hier entlang gegangen? Irgendwie? Ich würde gerne wissen, wo ich entlang ging. Wo habe ich kaputt gemacht mit den Trinities? Egal, wir gehen zur Hauptquest. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Hat er mich gerade angemeckert? Warum meckert er mich an? Sie haben Ätzli gefangen. Ich weiß. Sie halten ihn in der Kaserne fest. Wir überlegen, wie wir ihn befreien. Ich wollte ihn holen. Es tut mir leid. Er ist ein Krieger. Was ist das? Oh. Das ist ein Schlüssel. Sieht aus, als... Sieht aus, als würde er zum Bergtempel gehören. Direkt daneben halten sie Ätzli gefangen. Gibt es etwa eine Verbindung zwischen der Schatulle und der Kaserne? Besetzt der Kult deswegen den Tempel? Er ist schwer bewacht. Wenn wir dort rein wollen, müssen wir unauffällig und leise sein. Gibt es einen Hintereingang? Es gab einen neben der Salzmine, aber der wird lange nicht mehr genutzt. Das ist sehr gefährlich. Ich bin mir sicher, das schaffe ich. Mag sein. Die Opfergrube hast du auch überlebt. Ich war seit meiner Kindheit nicht mehr dort. Aber soweit ich mich erinnere, liegt die Kaserne hinter einem inneren Schutzwall. Wenn ich durch den Hintereingang reinkomme, kann ich den Weg freimachen und euch reinlassen. Erst befreien wir Ätzli, dann suchen wir die Schatulle. Ich rette meinen Sohn und du holst die Schatulle. Okay, wo muss ich lang? Missionsgeber entdeckt, Karte aktualisiert. Da lang, okay. So. Hey Laura, hast du mal kurz Zeit? Komm rüber. Ja. Uchu und ich haben nur geplaudert. Und Uchu, was gibt es denn? Der Tag von Ätzlis Krönung rückt näher. Er wird bald ein Mann sein und die ersten Schritte auf seinem Weg zu Paititis künftigem König machen. Klingt, als würdest du diesen Tag herbeisehen. Die Hoffnung auf diesen Tag lässt uns weiter gegen Amaru und seinen Kult kämpfen. Wir alle müssen uns manchmal daran erinnern, wofür wir kämpfen. Kann ich irgendwie helfen? Als Ätzlis Vater Sairi starb, ließ Unuratu mir die Ehre zuteil werden, sein Ersatzvater zu sein. Ich muss 3 heilige Gegenstände für die Zeremonie besorgen. Doch... Doch bei allem, was gerade los ist, schaffst du es nicht. Um welche Gegenstände geht es? Das Amulett des Retters, den Meisterbogen und das Königshorn. Durch sie segnen die Ahnen den künftigen König.
Sag mir, was du brauchst und ich sehe, was ich tun kann. Ich habe schon Männer losgeschickt, um das Amulett und den Bogen zu besorgen. Wenn du jetzt noch bei Kabil, dem Instrumentenbauer, das Königshorn abholen könntest, wäre das eine große Hilfe. Er war schwierig, zwei Boten sind gescheitert. Vielleicht kannst du mit seiner Frau reden. Ich glaube, das kriege ich hin. Vorsicht, Kabil ist manchmal etwas gereizt, aber seine Frau Abra kann die Wogen glätten. Okay, das war das, was ich vorher nicht machen konnte. Das hier war wirklich nicht mein Plan, als ich sagte, ich will Onuratu unterstützen. Ätzli ist stark genug. Ja, er ist ein Krieger, ich weiß. Ich hasse es trotzdem. Okay, das ist gut. Der Kampf gegen den Kult ist hart. Vertrau mir, Uchu hat kein Problem mit diesem Kampf. Also ich finde das cool, dass Jonah sich jetzt dazu gesetzt hat und mit uns quatscht. So, was können wir hier eigentlich jetzt mal investieren? Wir haben nur einen Punkt, ne? Ich glaube, wir können uns gerade nichts leisten, oder? Doch, hier. Maul der Eule. Erhalten Sie die Fähigkeit, Pfeilgift und Toxine aus von Spinnen und Käfern zu sammeln. Oder Herzenbrecher. Große Ziel und Überlebensinstinkte. Dann wäre der Herausforderungsgrad Lohnung. Indem Sie einen. Achso, dafür. Ah, okay, warte mal. Und hier. Okay, wir können jetzt nur die beiden holen für einen Punkt. Dann würde ich den sparen. Da hinten muss ich. Okay. Holen wir uns das Ding. Ist das jetzt hier eigentlich der Bogen, oder? Was ist das hier? Vater, Vater, komm schnell! Die Ichik! Was willst du? Wir haben jetzt keine Zeit für Onuratus Rebellion. Bist du Kabil? Uchu schickt mich wegen des Königs. Des Königshorns? Den Ruf an die Zukunft? Sieh doch, was die Zukunft meiner Gegenwart gebracht hat. Geh einfach. Der Kult fand heraus, dass Vater das Horn macht und hat zur Strafe die Pflanzen vergiftet. Mama wurde krank. Mein Bruder Quali sollte auf dem Markt Kräuter holen, aber er ist noch nicht zurück. Das ist furchtbar. Ich versuche, deinen Bruder zu finden und die Kräuter zu besorgen, die du brauchst. Danke. Zum Markt gehen? Wo ist der Markt da hinten? Weißt du das von Quali schon? Nein. Was ist denn? Kukulkans. Verzeihung. Kukulkan. Ishik, wie kann ich dir helfen? Ich suche Quali, den Sohn von Kabil. Oh, der arme Junge. Chimai, einer von Kukulkans Männern, hält ihn oben am Markt in einer Zelle fest. Jetzt wartet er auf den Au wegen der Strafe. Danke. Alles Gute, Ishik. Okay, da oben. Können wir den einfach überwältigen? Oder muss ich irgendwie... Mieser Dieb, du solltest doch den Mund halten. Bitte. Ein Kräuterdieb. Ist bestimmt sehr gefährlich. Heute ein Diebstahl, morgen ist es ein Mord. Ein großer Sprung, findest du nicht? Willst du wirklich wissen, was ich denke? Wir sollten die kleinen Ratten alle zusammentreiben und ertränken. Jeder einzelne. Vor allem Yomil. Sein Vater mag eine Schlangenwache sein, aber er nicht. Mit Yamil sprechen. Das Yamil, okay. Los, jetzt und triff es. Daneben. So. Hallo. Hey, du bist Ishik von den Fremden, stimmt's? Ja, freut mich, dich zu treffen.
Wow, cool. Ich bin Yamil. Was ist denn das für ein Spiel, Jungs? Es ist kein Spiel. Mein Vater ist eine Schlangenwache, ein Priester. Ich habe sein Messer genommen, um es meinen Freunden zu zeigen. Und Shimai hat's gesehen. Shimai weiß, was mein Vater mit mir machen würde und hat das Messer darauf geworfen. Er steckt fest. Oh, vielleicht kann ich was tun. Wow, wirklich? Danke. Wo ist das Messer? Da oben? Hier ist das Messer. Danke, wieder kleiner. Ishik. Gern geschehen. Hey, Moment mal. Die Erwachsenen hier verjagen uns immer. Du hast uns geholfen. Was willst du? Ruhe, ich rede mit ihr. Gut. Was willst du, Ishik? Also, können wir zum Dank irgendwas für dich tun? Ich möchte Kuali helfen. Du kommst zu spät. Er wurde zum Tode verurteilt. Wir können nichts tun. Und Chimaye, die Wache, hasst dich. Würde Chimaye dich verfolgen, wenn du ihn ärgerst? Warum? Wenn er nicht auf seinem Posten ist, kann ich zu Kuali. Klar, das ist gut. Oh, sag Kuali, wir treffen uns in der Höhle. Er weiß, wo das ist. Dort ist es sicher für ihn. Mach ich. Gehen wir. Asto, Raimi, mir nach. Samin, du deckst uns. Und danach zur Höhle. Zurück, Ishik. Wir machen dir den Weg frei. Chimaye, okay, nice. Du Feigling. Du wirst als Sklave enden. Spüre meine Klinge. Ja, und Lama-Köttel sind köstlich. Lauf, lauf! Süß, die Kleinen. Okay, wem ist er jetzt hinterhergerannt? Der Dieb muss bestraft werden. Bitte, es waren nur Kräuter. Bitte, ich arbeite... Dein Bruder hat mir von dir erzählt. Wer bist du denn? Jemand, der helfen will. Ich habe das alles doch nicht gewollt. Ich wollte nur, dass meine Mutter wieder gesund wird. Wo sind die Kräuter? Gib sie mir. Ich heile deine Mutter. Geh, deine Freunde warten in der Höhle auf dich. Danke. Hier sind die Kräuter. Ich renne so schnell ich kann. Warte mal, wurde der Junge hier zum Tode verurteilt? War er Quabi oder wie der jetzt hieß? Also das finde ich heftig, wenn man ein Kind so hohe Strafen antut für Vergehen. Sagte ich nicht, du sollst gehen? Kuali ist sicher und ich habe die Kräuter für deine Frau. Wirklich? Und willst du sie damit heilen oder um das Königshorn feilschen? Hier, die helfen dir. Sei gesegnet, Ishik. Kabil, du benimmst dich furchtbar. Gib ihr das Horn. Hier, mit Respekt für den künftigen König. Danke für einfach alles. Danke. Ja, okay. Das haben wir schon mal. Zumindest das Horn. Zwei andere Items fehlen noch. Aber habe ich hier irgendwo die Questmarker für oder muss ich die einen nach dem anderen einsammeln? Was ist das hier? Ein von drei Kontorfedern aus Nestern sammeln. Und wieder hoch. Jonah und seinen Namen habe ich vergessen. Du bist als Erster zurück. Jonas Geschichten über dich sind wahr. Das Königshorn, wie gewünscht. Hat Kabil dir Ärger gemacht? Du hattest recht mit seiner Frau. Sie weiß wirklich, wie man mit ihm umgeht. Danke hierfür, Lara. Gerne.
Uchu, was meintest du damit, ich wäre als Erste zurück? Die Männer, die anderen Dinge holen sollten, sind vor 3 Tagen aufgebrochen und noch nicht zurück. Glaubst du, ihnen ist was zugestoßen? Quenti macht mir die meisten Sorgen. Er ist jung, risikofreudig. Springt ins Wasser, ohne vorher zu prüfen, wie tief es ist. Den Typ kenne ich. Jonah. Jonah hat recht. Das beschreibt Quenti perfekt. Ich hätte Quenti nie zu dem verdammten Ort schicken sollen. Zu welchem Ort? Der alten Zisterne. Dort werden Mankos Überreste vor dem Kult versteckt. Wer ist Manko? Der Bauer, der die Vorfahren von Zairi und Amaru vor Jahrhunderten aus Cusco in Sicherheit geführt hat. Wir nennen ihn den Bauernretter. Wir brauchen sein Amulett für die Krönung. Warum wurde Manko versteckt? Mankos Anhänger sind bekannt als der Orden des Bauernretters. Daraus entstand diese Rebellion. Als der Kult von Kukulkan die Macht übernahm, wollte er den Orden vernichten. Manko wurde an einen geheimen Ort gebracht und bewacht. Aber mit dem Niedergang des Ordens schwand auch die Erinnerung an diesen Ort. Wenn du willst, könnte ich nach Quenti suchen. Du hast schon viel getan. Das Königshorn zurückzubringen war eine große Geste der Freundschaft. Es ist wirklich kein Problem. Vielleicht zeigt Quenti mir die besten Klippen zum Springen. Bitte ermutige ihn nicht. Der Eingang zur Zisterne ist eine Höhle über dem weißen Baum. Folge der Spur. Sie wird dich hinführen. Okay, da unten. Oh, wir haben noch einen Fähigkeitspunkt. Okay, nice. Dann können wir jetzt uns was leisten hier. Was gönnen wir uns? Täuschung des Pumas. Setzen Sie ungepanzerte Feinde außer Gefecht, wenn Sie ausweichen und dann kontern. Hier brauchen wir Herausforderungsgräber. Was brauche ich hier? Storybelohnung. Schaltet diese Fähigkeit durch Storyfortschritt frei. Ah, okay. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sachen können wir noch durch Herausforderungsgräber freischalten und 2 noch durch Storybelohnung. Ja, 2 noch durch Storybelohnung. Was wäre das? Nach einem Lautloskill widerstehen Sie kurzzeitig im Schaden durch Feinde. Sie spannen Ihren Bogen schneller und verkürzen die Zeit zwischen aufgeladenen Schüssen. Schaltet die nächste Waffen-Upgrade-Stufe frei. Welche eigentlich auch für? Sicht der Eule. Überlebensinstinkte halten länger und an, nachdem Lara sich bewegt. Auf der Schwierigkeitsstufe 1 mit dem Dschungel werden Feinde, Ressourcen und Objekte erleuchtet angezeigt. Liste Krähe. Sehen Sie Fallen mit Überlebensinstinkte? Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Griff des Adlers. Erhöht Chance, seltene Tiere zu finden. Nest der Viper. Erhöht die Menge an menschengemachten Erhaschungsressourcen, die Sie aus jeder Quelle erhalten. Schimmer der Schlange. Mit allen Pistolen kann Leuchtenmunition verwendet werden. Blenden und betäuben Sie ungepanzerte Gegner für einige Sekunden. Okay, keine Ahnung, was das jetzt war. Verlockung der Viper. Stellen Sie Lockpfeile her? Nee. Klinge der Viper. Stellen Sie Lockpfeile aus feindlichen Leichen her? Feinde werden angelockt und lösen eine tödliche Schrapnellenexplosion. Kann ich die nicht einfach vergiften oder so? So eine Giftpalle machen? Nutzen Sie Konzentrationspflanzen, um Reaktionszeit und verlangsamte Zeitwahrnehmung beim Zielen zu verbessern. Ich glaube, das spricht mich bis jetzt am meisten an. Und dann können wir hier das hier machen. Herzensbrecher. Sehen Sie mit Überlebensinstinkte beim Zielen die Position großer Tierherzen. Tierherztreffer verursachen massiven Schaden. Drücken Sie RS, um Überlebensinstinkte zu aktivieren und halten Sie LT, um zu zielen. Okay, haben wir jetzt 3 Punkte gehabt statt 2. Überlebe ich das?
Das ging. Also, da ging glatt. Einen Fisch gefangen. Im Brunnen. Weil unter manchen Häusern Tunnel mit Wasser sind, sagt Papa. Lustig, hat... was? Ich dachte kurz, das wäre ein Mädchen. Oder sie hat eine sehr, sehr tiefe Stimme. Uchu sagt, der Eingang zur Zisterne war eine Höhle über dem weißen Baum. Ah, da ist ein Weg. Okay, eine Höhle über dem weißen Baum. Zwei von drei von diesen Nestern. Okay, nice. Da ist der Eingang. Gibt's hier Feinde? Nope, aber hier gibt's was zum Lernen. Zum Einsammeln. So, komm, Lara, bist du schneller? Ja, gut. Eingesammelt habe ich alles, oder? Ja. Da ist auch noch was. Okay, wie kommt man da hin? Oder komme ich da gleich irgendwie, wenn ich diese Höhle hier weitergehe, an? So, ah, da war das Loch, okay. So, das Ding benutzen wir auch mal. Jetzt haben wir gelernt, wie man Rhabarberkuchen macht. Hier war seit Jahrhunderten keiner mehr. Das muss der richtige Ort sein. Da ist der nächste Seil. Goldenes Abbild. Kehua, ein Abbild. Ich weiß nicht mal, ob ich es richtig ausspreche. Alte Dialekte verbessert. Kann jetzt fortgeschrittene Kihua-Monolithen entziffern. Ach da. Ich wollte schon sagen, wo muss ich lang? Mankos Ruhestätte. Das sieht verdächtig aus. Ich konnte nicht mal die Kamera bewegen, wo ich hinfalle. Da unten gibt's Loot.
und vermutlich... hier lang. Sieht aus wie eine Totenprozession. Der Orden versteckt Manco vor dem Kult von Kukulkan. Okay, da gibt's nichts. Gibt's hier noch was? Da gibt's was. Scheiße. Nein. Oh Mist. Und jetzt? Vermutlich da lang. Der Hebel müsste den Wasserstand heben. Begräbnispuppen, Töpferware und Kleidung wurden den Toten beigegeben. Das hier war mehr als ein Versteck. Der Orden hat eine Krypta gebaut. Okay, jetzt müsste ich hier nochmal Wasser kommen. Okay, ich dachte schon, das geht jetzt zu. Dass man sich richtig beeilen musste. Der Hebel müsste den Wasserstand heben. Der Orden ließ Mitglieder als Wächter zurück, als er die Zisterne verschloss. So viele Knochen. Sie opferten sich, um diesen Ort zu schützen. Perfekt. Und den Hebel. Hier. Wo muss ich lang? So, Lara, jetzt beeil dich. Okay, wir sind wieder oben. Hallo, Manco. Gut, wo ist das Amulett? Erstmal den Loot mitnehmen. Okay, gab nur zweimal Loot. So. Jetzt muss es zurück zu Uchu. Durch diese Wand bringt Licht. Vermutlich noch ein abgeriegelter Gang. Das Amulett zu Uchu in Unuratus Versteck bringen. Okay, da müssen wir lang. Gibt's hier Loot? Esekanten. Ach, wir sind wieder hier. Okay. Aufpassen, dass ich jetzt nicht nochmal ins Loch falle.
Was war das da? Ich würde gerne wissen, was das da ist. Okay, nice. So einen Sprung würde ich auch gerne machen, aber ich glaube, ich hätte dafür viel zu viel Stress. Wenn ich nicht weiß, wie tief das Wasser ist. So. So, jetzt stelle ich mir irgendwie die Frage, wo ist das dritte Nest? Eigentlich für diese Vögel. Ah, Lara. Kenti ist gerade zurückgekommen. Angeschlagen, aber lebendig. Freut mich, dass es dir auch gut geht. Die Zisterne ist eine Herausforderung. Schön, dass Quenti es geschafft hat. Aber leider ohne das Amulett des Retters. Meinst du dieses Amulett des Retters? Was? Du hast es gefunden? Das ist unglaublich. Hier. Ich kann dir nicht genug danken. Wenn Shan mit dem Meisterbogen zurückkehrt, werdet ihr alle geehrt. Du wirst uns doch die Ehre erweisen. Ich komme. Achso, ich dachte, ich muss jetzt den Dings finden. So, wir haben wieder zwei Fähigkeitspunkte wieder. Wo investieren wir die jetzt mal? Kommen seltene Tiere? Wäre vielleicht was, oder... Ich glaube, das würde erstmal mehr Sinn machen. Damit wir hier ein paar Sachen auch verbessern können. So, hier, das hier fehlt noch. Ah, Waffenupgrade Stufe 4 fehlt noch. Okay. So, was fehlt bei dem? Warte, wir... Okay, warte mal. Mach hier erstmal. Hier haben wir nichts. Hier kann ich die verbessern. Okay, welches ist das? Nee. Was ist das? Die Flussfalke. Wohl. Vielleicht. Polierter Lauf. Was ist das denn für einer? Den kann ich nicht verbessern. Okay, dann will ich vielleicht den hier. So. Okay. Ah, warte mal. Jetzt fehlt uns hier doch irgendwas, oder? Oder auch nicht. Beziehungsweise, apropos. Was war ein Händler? War das ein Händler? Ich markiere den mir mal. Wir müssten jetzt eigentlich genug Geld haben, um uns irgendwas Schönes zu kaufen. Auf jeden Fall neue Waffen, oder? Ah, hi, Falli! Sorry, ich habe jetzt erst gesehen. Wie geht's hier so? Wo ist der Händler? Hier.
da, wo die jetzt sind. Hi, hallo. Was brauchst du? So, was gönnen wir uns? Erstmal vielleicht verkaufen. Golderz. Wird für Geschäft mit Händlern verwendet. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Dann hier Jade. Die Götter sind für uns. Ach, Pali, bei mir weiß ich doch, der Größenwahn ist immer da. Bei mir. Was haben wir hier? Adlerfedern. Kondorfedern. Manwolfshaut. Jaguarhaut. Okay, warte mal. Was können. Wir können doch nicht so viel kaufen, was ich jetzt gedacht habe. Atlatl-Bogen. Ein Langbogen, dessen Konstruktion vom alten Atlatl inspiriert wurde. Stärke Schaden. Jägerköcher. Mittelgroßer, robuster Lederköcher, der die Tragekapazität für alle Falltypen erhöht. Wollen wir das nehmen? Komm, wir nehmen das. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Ich bin immer bereit zum Handeln. Hatten wir hier doch, wir hatten doch hier noch einen Händler. Und die anderen Händler andere waren. Hier haben wir auch nochmal irgendwas. Gold. Müssen wir auch noch klauen. Ob ich Counter-Strike heute alles gut zum 25. Geburtstag gewünscht habe? Soll ich ehrlich sein und sagen, ich habe Counter-Strike nie gespielt? Wie läuft's denn so? Willkommen. Ach, warte mal. Messer-Upgrade. 2900. Danke, Ishik. Ich bin kein richtiger Gamer. Folgende Frage. Hat Counter-Strike einen Story-Modus? Wenn ja, dann würde ich das vielleicht mal ausprobieren. Ist sie auch Händlerin? Es ist gerade sehr viel los hier. Die Gerber, die Fleischer. Überlebensversteck. Suchen wir das mal auf. Da. Ach, da unten ist es versteckt. Counter-Strike hat wirklich einen Story-Modus, okay. Da müsste ich mir dann vielleicht doch mal ansehen, aber irgendwann. Das ist momentan echt so schon zu viel. Condition Zero war das einzige Titel mit einer Story, okay. Ja, das wusste ich nicht. Also, ich hatte gedacht gehabt, die wären alle ohne Story. Einfach nur so ein Multiplayer-Shooter. So, komm, das wollen wir noch holen. In die Richtung. Ich konnte mir jetzt gar nicht mehr an dem vorbei mich bewegen. Wo war denn das Gold? Genau. Auch schon mittlerweile 20 Jahre alt. Ja, das ist ja nicht das Problem. Wenn etwas alt ist. Hauptsache, man hat noch damit seinen Spaß. Im Nachhinein überlegt, die Aussage klang ein bisschen falsch. Wo finde ich den Weg zu dem Gold? Irgendwo eine Höhle?
Was ist das da? Kondor. Ach, da oben ist ein... Da oben ist das letzte. Ja, aber Palli, wirklich, bei mir ist das so, ich spiele auch ganz alte Spiele. Ich habe ja The Elder Scrolls Arena gespielt gehabt. Und Daggerfall. Und die sind ja auch schon 20, 30 Jahre alt. Also Arena ist ja jetzt schon seit März 20 Jahre. Alter, was ein Riesentext jetzt. Einen Moment. Wenn die Scenes handelt es sich um einen Einzelspielermodus von Counter-Strike, der von Ritual Entertainment entwickelt wurde und zunächst von Valve während der Entwicklung verworfen worden war. Nach massiver Kritik von Computerspielezeitschriften wurde das Spiel jedoch zur finalen Veröffentlichung wieder eingebaut. Im Spielverlauf befindet sich der Spieler in der Rolle eines Elite-Soldaten, vor allem in Kriegsregionen, und muss vorgegebene Missionsziele erfüllen, zum Beispiel Geiseln retten oder Gebäude infiltrieren. Das war wirklich mal viel Text. Aber okay, dann werde ich mir das vermutlich doch mal irgendwann mal ansehen. Aber ich muss ja eh jetzt erst einmal meine beiden Projekte da fertig machen. Die Spiele, die eh bei mir hier noch in der Warteliste sind, sagen wir mal so. Autsch. Die momentan in Planung sind, die ich ja noch machen wollte. Die ich auch teilweise sogar auch pausiert habe, weil ich nicht hinterher kam mit Aufnehmen und so. Muss ich mal hinterherkommen. Das da oben haben wir immer noch nicht. Wo muss ich dafür hin? Dann ist noch ein Umzug bei mir in Planung, weil ich wollte ja meine Heimatstadt ohnehin verlassen. Und aktuell auch viele Wohnungsbesichtigungen und so. Und wenn ich Glück habe und die eine Wohnung jetzt in der neuen Stadt da bekomme, dann habe ich nächsten Monat halt 3 Wochen, so Pi mal Daumen, je nachdem wie schnell die Telekom dann da sein wird, weil ich dann zur Telekom wechsle statt Vodafone. Bin ich ungefähr vielleicht 3 Wochen offline quasi. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. So. Haben wir jetzt alles eingesammelt? Ich glaube schon. Also alles, was erkennbar ist, sichtbar ist. Ah, Dark Anubis, moin. Alles klar bei dir? Wie geht's dir? Boah, ich habe auch lange nichts mehr von dir gehört. Falli, Hale wird das schon überstehen. Sie ist schon groß genug, erwachsen genug. Sie wird das 3 Wochen auch ohne mich aushalten, sagen wir so. Hallöchen. Willkommen. Oh, Anubis, du hast gleich Nachtschicht. Ich hoffe dann, dass ich dir irgendwie ein bisschen Entspannung hier liefern kann, bieten kann. Sehr gut. Die Götter sind für uns. Ich dachte, die Götter sind gegen uns. Na, aber Falli, ich glaube, Hale schafft das auch ohne mich. Für die paar Wochen.
Sehr gut. Moment, du nimmst deine PS5 mit zur Nachtschicht? Komm bald wieder. Wollen wir tauschen? Einfach die Nacht wach bleiben und einfach zocken und dafür bezahlt werden? Ich wünschte, ich hätte das. Hier sind Albino-Wasserschweine. Da komme ich aber nicht hin. Ah, okay, TV und Pausenraum. Und da kann man da zocken, wenn keine Aufträge da. Okay. Das klingt nice. Hätte ich auch gerne. Komm. So, ach so. Im Krankenhaus arbeitest du. Und wenn dann kein Auftrag. Okay, wenn da kein Auftrag ist oder sich nicht um die Patienten gekümmert werden muss in der Zeit. Ja, dann. Kann man das glaube ich auch. Also. Ich hatte mal, sagen wir mal so, als ich noch ein richtiger Jungspund war, auch mal ein paar Wochen im Krankenhaus ausgeholfen habe, so. Ferienjob-mäßig. Damals. Da war ich aber nur dieser, wie nennt man die Dinger noch? Also Essensträger, diese Essenswagen und so weiter hin und her geschoben. Jonah, die Mine muss hier irgendwo sein. Ucho sagt, sie liegt am Fuß des Berges. Er hat einen Rebellen geschickt, um sie zu öffnen. Danke. Und da war auch eigentlich, wenn man nur Essenswagen hin und her geschoben hatte, war ja auch irgendwie nur, dass man, also bei dem Krankenhaus, wo ich das gemacht hatte, nur dreimal arbeiten, wo es vielleicht irgendwie von den, ja, das waren, glaube ich, ne, das waren, warte mal, ich muss mal kurz ausrechnen, 4, 8, 12, 16, 16 Essenswägen, die man liefern musste. Ich verstehe es nicht, es ist fast wie kreolisch. Und einen Essenswagen hast du innerhalb von 10 Minuten zum richtigen Ort hingebracht. Endlich da. Also in die richtige Station gefahren und so. Und das musste man halt nur dreimal machen. Und in der Zwischenzeit, wo man dann gewartet hatte, hat man sich die Eier geschaufelt, kann man so sagen. Du bist einfach nur, warte mal, wo waren das? Patiententransport. Das ist wahrscheinlich genau, also so ähnlich, oder? Wie mit den Essenswegen, nur dass da, Menschen transportiert werden, statt, Lebensmittel. Was ich jetzt gerade mit. Was ist mit der Kamera? Das ist ja ganz komisch gerade. Warum ruckelt das so viel gerade?
Ah, jetzt ist es wieder normal. Warum war das vorhin da hinten nicht so? Hä? Kabuji Kukelani. Tulakatubusha. Telumo. Teiko. Taktehao Kabuji Kimei. Kanugimi Jungi. Einen Moment, ich bin drin. Honorato ist eben mit Hakan aufgebrochen. Sie ist bereit, sobald du das Tor öffnest. Oh, wir können jetzt was verbessern. Was können wir verbessern? Kann ich mich wieder umziehen? Nee. Mann, okay. Genau das mit der, dass die Leitstelle die Aufträge verteilt, kenne ich auch. Boah, das ist aber bei mir jetzt auch schon 12, 13 Jahre her. Ich war damals, wie alt war ich da? 15 oder 16, wo ich da ausgeholfen hatte. Also ich kenne mich da nicht mehr so aus. Also bei mir wird dann wahrscheinlich auch aus dem Kopf dann irgendwie, wenn ich gewisse Wörter höre und dann so, wird sich dann auch bei mir einer aufrufen, so, ah, so war das. Aus dem Kopf, vieles weiß ich auch nicht mehr. Janu Jantala Suktal Jetel Okil El Kiko. Walkila, Shena Choaba. Malo Bin Lag. Okay, hier muss ich jetzt. Hier muss ich jetzt aufpassen. Auf der richtigen Spur. Danke, Lara. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Die Markierung hat, der Questmarker hier ist mir zu unübersichtlich. Danke, dass du mir nochmal gesagt hast, dass wir hier richtig sind. Vorsicht. Alles klar, Anubis. Dann dir viel Spaß bei der Nachtricht. Und vielleicht sieht man oder liest man sich nochmal. Werfen Sie Kranengefäße, um Feinde abzulenken, oder verwenden Sie sie von Rauchbomben? Okay. So, Auto. Ich hab jetzt nicht gedacht, dass der mich jetzt auch noch sieht. Achso, der lebt ja immer noch. Ich dachte, der wäre schon längst tot. Da wäre so ein Totenkopf-Symbol. Hier bin ich wohl richtig. So. Ja, okay. Dafür habe ich nicht genug Platz. Okay. Da ist das Tor, das ich öffnen muss. Warum ruckelt das Spiel jetzt gerade so viel? Okay, warte mal. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Wir machen uns erstmal wieder dreckig. Melawa quality
So. Okay, der wird von irgendwem gesehen. Jetzt ist die Frage, wer sieht ihn? Da hinten noch jemanden? Der eine war ja gerade kurz gelb. Jetzt. Okay, die werden alle drei gesehen. Wo der nur zeitweise. Okay, dem ist aber drauf gefallen. Ich glaube, ich verstecke mich mal. Der schlägt gleich bestimmt Alarm. Okay. Jetzt sind die alle auf der Suche. Hä? Der hat mich nicht gesehen? Mist. So macht man das. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Was für Kukulkan? Jetzt geht's los. Oh, das ging in die Eier. Jetzt muss ich dieses Tor öffnen. Das ging in die Eier. Der Tormechanismus könnte auf der Mauer dort sein. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Okay, alles voll. Was ist damit? Ich habe da hinten irgendwo welche gehört. Das heißt, da kommen gleich wieder welche. Da gehört die Schlange rein wahrscheinlich. Hunduni Schokol, Galampil!
Pikachu! Bring ihn weg von hier! Okay, sie hat sich gefangen nehmen lassen. Auge der Schlange, die silberne Schatulle. Wie geht's, Ätzli? Gut, sie haben ihn befreit, aber sie haben Onuratu. Oh nein, bist du okay? Ja, ich hol die Schatulle. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Tu, was du tun musst. Danke. Auge der Schlange. Was ist das? Okay. Sieht schon geil aus, die Aussicht. Anlauf. Achso, ich muss runter. Okay, in die Strömung würde ich ungern fallen wollen. Hier ist einfach mal so eine Höhle. Sieht aus, als wäre es der einzige Weg. Okay. Muss ich nach unten? Muss ich mich fallen lassen? Ich riskiere es mal. Okay. Das haben wir voll. Das aber noch nicht. Regenbogen. Da unten scheint ein Tempel zu sein. Zenote. Folgende Frage. Würde ich es überleben, wenn ich da so runterspringen würde? Und diesen Weg quasi mir erspare? Ich riskiere es mal nicht. Da unten ist ja Wasser. Ne, doch nicht. Wasser ist erst da hinten. Kann da nicht wieder hin? Okay. Oh, Lagerplatz. Hoffentlich ist Onuratu okay.
Was wird Dominguez mit ihr machen? Hoffentlich lässt er sie leben, solange er die Schatulle braucht. Warum hat sie jetzt so laut geatmet? Hoffentlich ist sie okay. Das wäre das Einzige, was wir uns kaufen könnten jetzt für einen Punkt. Dann gönnen wir uns den mal. So. Umziehen können wir uns auch immer noch nicht wirklich mit allen Klamotten. Wir hatten ja irgendwas. Was hatten wir letztes Mal gehabt? Tagus Teserano? Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ölkäfer. Von wem sind die? Die Köpfe oder die Schrumpfköpfe? Oder was meint ihr? Weder Maya noch Inka. Weder Maya noch Inka. Gab's da nicht irgendwie noch mehr Völker? Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ich glaube nur Maya und Inka. Hoch. Aber es geht. Ach, ich darf jetzt den Sprung machen. Und ich habe da unten das was gesehen. Ist unglaublich. Da. Elster Blick ist wieder am Start. So, da haben wir auch wieder was. Gekreuzigte Figur. Jetzt haben wir wieder einen Erfahrungspunkt. Fähigkeitspunkt, Entschuldigung. Und da hinten leuchtet auch wieder was. Und da unten. Was gibt's denn hier alles im Wasser? So, versunkenen Schatz. 5 Schatztruhen unter Wasser öffnen. Noch eine Truhe. Okay, da waren Piranhas. Die nächste Truhe. Also Truhen will ich auf jeden Fall einsammeln. Zwei Stück noch. So. Wo könnte der letzte sein? Vielleicht weiter unten? Das nehmen wir mit. Hier wurden wahrscheinlich einige gefressen von den Piranhas. So.
Sind Piranhas eigentlich dazu in der Lage, also Menschen zu töten und aufzufressen und sowas? Oder ist das eigentlich nur ein Mythos? Das würde mich interessieren. Und Piranhas sind eigentlich nur im Grunde Fische, die andere Fische fressen. Und das einfach nur so ein bisschen übertrieben wurde. Geheimnis entdeckt. Okay, gut. Hier haben wir fast alle entdeckt. Außer da hinten. Gibt es da hier irgendwo Sauerstoff? Da sieht aus, als gäbe es da. Nein. Jetzt muss ich mich beeilen. Hier gibt es Sauerstoff. Was gibt es denn da unten? Auf jeden Fall Schätze. Nein, nicht. Gab's hier nicht noch irgendwas? Irgendwas hat da gebrüllt. Dafür habe ich nicht genug Platz. Da oben. Da wurde auch jemand aufgehauen. So als hängende Dekoration. Muss ja auch mal sein. Alter, war das gerade laut im Ohr. Abseilen. Ich glaube, ich werde das hier gleich brauchen. Herausforderungsgrab ist in der Nähe. Wo genau? Das da? Ja, die Schrotflinte fehlt noch. Warte mal. Ich dachte schon, ich komme von hier. Da unten ist was. Thank you.
Was haben wir hier? Schwarzpulver, um improvisierte Sprengladungen herzustellen. Okay, warte mal. Wie in die Richtung gehen. In Richtung Herausforderungsgrab. Ja, das ist noch der richtige Weg. Unbekanntes Gebiet. Okay, ich hasse diese Viecher. Bin ich noch falsche Richtung schon mittlerweile? Natürlich. Kann ich es nicht töten? Das ist jetzt das zweite Mal, wo es vier Stiche abbekommen hat, also acht Stiche insgesamt. So, den will ich mir markieren. Wo ist denn das? Und der lebt noch immer. Bin ich doof oder sehe ich es einfach nur nicht? Ich würde jetzt wirklich gerne wissen, wo es hier weitergeht zum Herausforderungsgrab. Dadurch? Auch nicht. Da unten durch? Das ist auf jeden Fall das Herausforderungsgrab hier. So, da können wir mal kurz an Land gehen. Und ich würde jetzt mal eine kleine Pause machen, kurz schnell auf Toilette. Und werde gleich wieder da. So, bis gleich.